Ganz traditionell. Mit Familie, mit Kindern, mit Geschenken, mit Weihnachtsbaum, mit allem drum und dran. Mit Kindern, Enkelkindern, vielen Geschenken. Große Anzahl, muss nicht immer was Riesengroßes sein, aber wir haben es eigentlich gerne, wenn wir so ca. 2 Stunden Geschenke auspacken. Ja, wir essen Heiligabend schon einen Karpfen. Das ist bei uns Tradition und es gibt Heringssalat zum Abend. Mit den Enkelkinder und Kinder alle zusammen. Das ist ein Fest der Familie. Jetzt habe ich eine Urenkelin bekommen und jetzt in Familie ist es natürlich wieder schön. Und da bin ich Heiligabend dort und da freue ich mich dann. Wir fahren bei einem Sohn. Und die Schwiegertochter hat Heiligabend Geburtstag und da fahren wir den ersten Feiertag dann immer. Weihnachten ist für uns sehr wichtig, also für die Familie. Man trifft sich alle, was man das ganze Jahr über nicht macht. In Familie, so mit Weihnachtsbaum gemeinsam essen und ein bisschen zusammensitzen. Einkaufen, Geschenke suchen und das Richtige finden. Dass man richtig schön in Familie mal eben zusammensitzt und ein bisschen feiert und ganz gemütlich. Mal keinen Stress wie Arbeit und einfach mal alles rundum alles vergessen kann. Ja. Das erste Mal hat mein Mann Heiligabend Geburtstag. Am 24. Und die Familie ist groß und da haben wir viel Stress und das wollen wir nicht, also hauen wir ab. Ich reise von einer Familie zur anderen. Ich freue mich, dass der Weihnachtsmann kommt.